haben sie schön gemacht. So. 353 Kilometer von Mailand bis nach Nizza. Schön an der italienischen Küste entlang. Gucken wir mal, wie die die da umgesetzt haben. Wie schön es da ist. Ich sag direkt, wie schön es da ist, weil ich mir denke, dass die ProMods und SCS da schon vernünftige Arbeit gemacht haben. Mit dem Thumbnail warte ich noch ein bisschen. Weil ich warten möchte, bis es ein bisschen heller wird. Damit man halt ein bisschen den Rug und so weiter ein bisschen besser erkennen kann. Ne, ihr merkt es ja, es ist wieder mal ein Volvo, den wir hier auf der Tour fahren. Ich finde die Volvos klasse, also die haben eine vernünftige PS-Zahl, die kommen gut aus der Füße. Klar hole ich mir hier jetzt keine schwachbrüstigen Dinger, also ich hole mir wenn dann schon immer nix. Ziehen wir doch mal jetzt durch. Ja, also wenn, dann hole ich mir schon großen Dinger. Weil so einen kleinen, schwachbrüstigen LKW, der dann ein paar PS hat, ist es eine Qual, auch wenn es dann so ist. Aber wenn ich die Wahl habe, dann muss ich mir das nicht freiwillig an. Als nächstes steht ja jetzt bald Silvester vor der Tür. Da ist dann das Jahr 2000 auch schon wieder vorbei. Mit 2018 schauen wir mal, denn 2018 wird der Kanal hier auf YouTube weiterentwickelt und ich bin auch auf Twitter vertreten, das wissen auch so die der ein oder andere, auch Twitter und Plus und so weiter, alles verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und da kann man dann auch direkt mit mir in Kontakt treten. Ne, für Anregungen, Wünsche und so weiter bin ich dort für euch auch empfänglich. Wenn ihr sagt, boah Mensch, ich komme aus der Region XY, fahr doch mal die Strecke sowieso von A nach B. Weil das bei mir da vorbeigeht. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare über Twitter oder sonst irgendwo, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Und ich gucke dann, ob ich euch die Wünsche erfüllen kann. Ich hatte Angst draufzuhalten.
hatte Angst. War auch ein bisschen schnell, gebe ich zu. Alles andere wäre aber auch langweilig und meine Art. Ne, ich muss mich zwar jetzt nicht hetzen, aber ankommen möchte ich dann doch schon. Ja, und so langsam wird es ja auch hier in Italien ein bisschen heller. Ein PT-Cruiser. Ja, finde ich auch klasse, was Jessica da umsetzt. Also ich habe bis auf die amerikanischen Trucks die kompletten AI-Packs von ihr. Ja, und auch die Cargo-Packs von ihr habe ich. Bin richtig umgesetzt. Bei mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen das Schöne ist, ich habe bis jetzt noch nie irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gehabt. Ja, also dass das da irgendwie Probleme gab, zu Abstürzen geführt hat. Also das muss man sagen, das ist eine sehr gute Arbeit. Da lohnt es sich auch jedes Mal die neuen Teile, die rauskommen, runterzuladen. Ja, in dem neuen ist Peugeot 206cc zum Beispiel dazu gekommen. Das AI-Pack gibt es jetzt in der Version 6.5. Boah, das sieht doch klasse aus hier. Brutal und so. Da machen wir doch, glaube ich, einen schönen Screenshot. Fotomodus. Ah ja. Bin da sehr leicht bekleidet hier, Junge. Oh. Ja. Gehen wir, glaube ich, auch mal weiter weg. Glaube ich, so. Machen wir Tiefenschärfe. Auch noch schön aufkriegen. Schade, ich das Tal jetzt gar nicht so richtig auf. Egal. So. Und weiter geht es auch schon wieder. Nach Nizza ist auch schon ausgeschildert, das ist auch gut. Genua ist auch ausgeschildert. Ich habe vorhin ein bisschen zu viel gegessen. Doch ein bisschen schwerer im Magen, wie ich gedacht habe. Gleich nochmal ich ein bisschen was trinken. Haben wir mal ganz so zügig, dass wir in Ruhe trinken können. Prost!
das können wir mal ausmachen. Wir haben zwei Navis, einmal links, einmal vorne im Armaturenbrett. Ich muss ja sagen, ich bin ja hier mittlerweile echt zu einem Brückenfan geworden im ETS. Also die sind ja echt klasse hier. Auch noch um einiges in. Also den Screenshot fände ich dann doch noch schöner. Den musste ich leider dann so mitnehmen. Weiß nicht, ob das da unten Genf war. Nicht Genf, Genua. Aber ich fand es richtig schön aus. Ja, also das ist immer noch hier Italien und bin immer noch begeistert. Ich werde bestimmt demnächst noch mal nach Italien zurückkommen. Aber jetzt heißt es erstmal quer durch Frankreich. Da muss ich mal gucken, dass wir da an den Ärmelkanal kommen. Ah, okay. Der sieht auch recht interessant aus. Der hat gar keine Ladung. Er fährt leer, auch nicht schlecht.